Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Just Cause 3. Wir machen genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar haben wir in der letzten Folge ja die Story-Mission Blinder Passagier gestartet. Hier unten war das, glaube ich. Die hat uns dann mit dem Flugzeug hier auf diese Insel gebracht. Da durften wir das erste Mal einen Mech fahren. Ein bisschen für Verwüstung sorgen. Und jetzt sind wir hier in Nebui gespawnt. Und unser Auftrag ist quasi, auf der ganzen Insel Gefangene zu finden, zu befreien und dann am Ende, ich denke mal, das hier wird das sein, genau, Sturm des Bienenstocks, die Basis zu zerstören oder zu übernehmen, sodass die Gefangenen hier, das sind glaube ich alles Bürger von Medici einfach nur, dass die Gefangenen hier wieder in Ruhe leben können. So, und ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir hier rechts zu diesem Rollfeld kommen. Genau da lang. So, dann einmal hoch bitte. Und gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Hier kann ich doch bestimmt auch noch was machen, oder nicht? Achso, nee, hier war das mit dem Mac. Aber da vorne ist noch was. Da sind wir mit dem Mac durchgefahren. Ein paar Funktürme hier kaputt machen. Oh, verdammt. Oh, Junge. Das war ja nicht mal knapp. Boah, ey. Was geht denn bei euch? Macht ihr denn so komische Sachen hier? Ich will einfach nur euren Turm hier kaputt schießen. Oh, hoppla. Da habe ich nicht ganz aufgepasst. Hör auf! Auf mich zu schießen, du Assi! Das stand doch gerade geschafft, oder nicht? Da stand gerade Rakete im Anflug, dann bin ich ausgewichen, dann stand er geschafft und ich werde trotzdem getroffen. Stabil. Bin ich denn jetzt? Achso, jetzt bin ich wieder hier drüben gespawnt. Ja gut, dann fliege ich einfach direkt nochmal rüber. Und am besten kümmere ich mich jetzt zuerst um diese Flugabwehrgeschütze, damit die mir nicht die ganze Zeit auf den Sack gehen. Das sind doch ein paar viele Raketen gewesen, die auf mich geschossen haben. So, fangen wir erstmal mit diesen Radardingern da an. Zack, zack, zack. Weißt du was? Ich übernehme die einfach. Wir sind ja irgendwie keine Gegner. So, dann einmal da hinten rüber. Zack. Auch meins. Aber steht irgendwie nichts so von wegen unentdeckte Siedlung und sowas. Hm. Keine Ahnung. Aber da vorne sieht es nicht so aus, als wäre da noch was. Da ist auf jeden Fall noch so eine Antenne oben auf dem Dach drauf. Es hat nicht so ganz funktioniert. Okay. Da hinten steht das Flugzeug, mit dem wir gekommen sind, glaube ich. Aber sonst ist hier nichts. Hm. Sehr unbefriedigend. Warum ist denn der... Also... Warum ist der nicht auf dem Boden? Warum hängt der da an der Wand, der Waffenschrank? Gucke ich nochmal eben da bei dem Flugzeug. Kann ich da noch irgendwas kaputt machen? Das sieht irgendwie nicht so aus. Hm.
Da stehen noch ein paar Helikopter, aber Helikopter brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ja unseren Wingsuit. Ja, dann lass mal in die andere Richtung fliegen. Was haben wir denn hier noch? Das war ja, da sind wir mit dem Mac rausgekommen. Genau, wir sind hier gelandet, hier irgendwie in dem Berg drinnen gewesen. Dann sind wir hier mit dem Mac rausgekommen, bis hier nach vorne. Würde ich sagen, gehen wir mal da gucken, ob da noch irgendwas ist. Da hinten sehe ich schon direkt wieder eine Bohrinsel und krieg das Kotzen, ey. Achso, die habe ich ja schon befreit. Glück gehabt. So, hier haben wir nichts mehr. Das ist die Basis, wo ich gerade herkomme, oder nicht? Na, da unten ist noch was zum kaputt machen. Oh ja. Einen Aufrührer. What the fuck? Mit was schießen die da auf mich? Man kann auch ein bisschen übertreiben, oder? Gut. Hä? Schießen die ihre eigenen Sachen kaputt? What the fuck? Was geht denn hier ab? Ach, das ist eine Drohne, okay. Kommen Sie bitte mal runter hier zu mir. RIP. So, wo sind die anderen beiden, die hier rumschreien? So. Was haben wir denn noch hier? Da vorne ist noch ein Mac, ja? Achso, nee, das ist so ein. Hä? Ich helfe dem mal. Ich glaube, der ist ein bisschen verwirrt. Generator haben wir auch. Das Ding noch. Nice. Edenstation Krähe. 100%. Kann man eben die Cutscene kommen? Oder dieses Ding hier halt. 2 von 5 Ansiedlung befreit. Nice. So, wie sieht's denn jetzt hier oben aus? Ja. Hier fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Wir fliegen mal darüber. Da rüber. Okay. Mal eben so fliegen. Zum Glück habe ich diese Bohrinsel schon befreit, ey. Da hätte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Oh, ein Helikopter. Hallo, Helikopter. Tschüss, Helikopter. Der nächste, bitte. Der Wingsuit ist echt göttlich, ne? Wow. Alter. Bisschen mehr als nur eine Explosion, wa? So, was haben wir denn noch hier Schönes? Da vorne ist noch was. Ist da noch was? Schießt da schon wieder irgendwas von den Gegnern irgendwas für mich kaputt oder was? Da drüben kann ich noch was kaputt schießen hier.
Panzer unterwegs zu eurer Position. Panzer finde ich jetzt aber nicht so cool. Einheit in Alarmbereitschaft, Sichtkontakt wiederherstellen. Verstanden, wir schicken zusätzliche Truppen. Wir schicken einige Boote zu eurer Position. Da in der Halle ist noch was auf jeden Fall. Initialisiere Suchprotokolle. Ich glaube, ich muss mal eben hier runter. Einmal aussteigen bitte. Brennt der Panzer hier schon oder was? Achso, jetzt ist er auch kaputt gegangen. Ja, nice. Ein Signal der Freiheit. Stocke deinen Signalvorrat in Garagen, befreiten Städten, Vorposten, bla, auf. Wir brauchen uns auf jeden Fall einen Mac. Die Frage ist nur, wie komme ich an den ran? Und los geht's. Oh, verdammt. Das war keine Absicht. What the fuck? Bin da oben durch das Dach durchgefallen. Also das war so ein kleines Fenster. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Hier fährt auch ein Mac. What the fuck? Hä, hey, ich bin hier gerade gespawnt. Das ist ja wie bei COD, Mann. Attackiere Zielperson. Alle Einheiten sammeln. Alter. Ja, da unten kommt noch ein Boot. Ja, moin. Was zum Fick? Wie komme ich denn in so einen Mac rein? Da muss ich doch erstmal mit so einer Kanone da drauf schießen. Und warum ist der überhaupt da, wenn ich da gerade spawne? Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich bin jetzt auf dieser Bohrinsel gespawnt. Nice. Was auch immer bei euch abgeht, ihr macht das schon. So. Die ist ja kein Arsch jetzt. Da will ich mal eben runter. Legen wir los. Nix. Jetzt fliege ich hier rein und es passiert nichts. Oh, never mind. Ich habe nichts gesagt. Oh, Hilfe. Spring da runter. Oh, von da kommt auch noch einer. Ja, moin. So, ich versuche jetzt einfach mal. Kann ich da so? Nee, dann macht er wieder den. Okay. Das heißt, ich brauche wieder so eine Special-Waffe. Keine Ahnung. Oder ich nehme hier einfach die Messer. Kopf hoch. Kämmer, bin getroffen. Ach. Wo ist die Zielperson? Hallo. Kann ich hier einsteigen einfach so? Zielperson, ja, perfekt. Gefunden. Greife an. Operator. Bis denn. Warte mal kurz. Dupdidu. Hört auf mich zu schießen. So, gucken wir mal. Wo sind die Macs? Da ist ein Mac. RIP. Also zu äußerster Vorsicht, ja? Den kriege ich aber noch.
auch noch. So, mal eben schnell aussteigen. Und den nächsten holen. Wupp. Okay, leg dich einfach mal kurz auf den Boden. Gar kein Problem, wir haben Zeit für eine Pause. Ja, ja. Hab ich den kaputt gemacht oder was? Ey, Blechbüchse, lass mich rein. Fuck, der ist kaputt. Verdammt, das ist ja jetzt ungünstig. Das muss ich überhaupt noch kaputt machen, so viel ist es doch gar nicht mehr. Warte mal, was zeigt er mir hier an? Mech-Ladestation und ein Transformator. Okay. Mech-Ladestation. Da. Zielperson ist in der Luft, zwingt ihn zur Landung. Guter Schuss. Oh verdammt, wer ist das? Achso, der Panzer. Gar nicht gut. Oh Mensch, immer. Einmal aussteigen, Kollege. Vorsicht, Zielperson hat einen Panzer. Ich hab keinen Panzer, das sieht nur so aus. Ah, da stehen auch noch Max. Und mit dem Panzer komme ich da glaube ich nicht durch. Stimmung hier reinbringen. Dann umdekorieren. Oh Mann, ist das dumm. Ich muss hier mal kurz durch. So, wo ist denn der letzte Transformator eigentlich? Ach hier. Das macht so Laune. Automatikgeschütz Mech. Dieser Mech ist jetzt freigeschaltet und wird in deine Rebellenabwurfliste. Statusbericht, bitte kommen. So, warte mal eben. Ich muss mal eben den hier nehmen. So, und dann fehlt uns hier noch was. Da vorne würde ich sagen, oder da. Keine Ahnung, oder wir fahren erstmal darüber. Willkommen, weil das gerade gut nah dran ist. Boah, kann ich damit... Eine Waffenkammer weniger, ein Problem weniger. Warte mal. Wie komme ich denn da jetzt am besten rübergefahren? Ist hier irgendwie eine Straße? Ja, da drüben. Hat der Nitro oder so? Nee, ne? Oh verdammt, nicht aussteigen. Wieder einsteigen. Biometriescanner überprüft Nutzer. Operator Rico Rodriguez erkannt. Ja moin! Alter, wie er weggefetzt ist. Wie fein Kontakt. Lass mich in Ruhe. Weg. So. Bitte komm. Eine Ziege. Wie ist Ihr Status? Ich hab eine Ziege. Den muss ich abbiegen. Ich hab einfach diesen Busch hochgehoben. Wie geht das denn? Oh, den da rein. Perfekt.
So, was muss ich denn hier machen eigentlich? Mit Türmen um mich werfen. Es ist so witzig. Flieg. Und tschüss. Oh Mann. Halt wirklich stumm. So, ne, so. Okay, ich muss ja eben die Leute hier raus holen. Mal eben den Betonblock da zur Seite schieben. Ganz easy. So. Präventive Terminvereinbarung für Inspektion und Instandsetzung läuft. Willkommen zurück, Rico Rodriguez. Rums. Oh. Alles klar. Was muss ich denn hier noch machen? Irgendwas muss ich hier noch machen. Achso. Hier muss ich auch noch jemanden befreien. Zack. Und weiter geht's. Willkommen zurück, Rico Rodriguez. Ja, vielen Dank. Noch ein bisschen umdekorieren hier. Gut, so. Dann die nochmal eben befreien hier. Ja, bin dabei. Operator Rico Rodriguez erkannt. Nächstes Thema aktiviert. Alter, was ist denn das für ein großes Ding eigentlich auch? Achso, da ist noch irgendwas. Was soll ich hier tun? Achso, ich soll den Waffenschrank aufmachen. Wurdet ihr gerade alle von dem Zaun da überfahren oder was? Ja, hier. Den Knopf hättet ihr auch selber drücken können. Hier spricht Ihr Wächter. Bringen Sie dieses Chaos an Bord. Die Inspektion und Instandsetzung läuft. Willkommen zurück, Rico Rodriguez. Oh. Richtige Person ausgeschaltet, okay. So, was muss ich hier noch machen? Hier vorne muss ich noch Leute befreien. Achso, das Ding hat das jetzt auch aufgemacht, oder was? Okay. Ja, lass los. Mach auf. So, zack. Schnell wieder rein hier. Biometrie-Scanner überprüft Nutzer. Operator Rico Rodriguez. Erkannt. Gib mir mal diesen Turm. Ich bin der von meiner Arbeit.
Explosionen. So, dann befreien wir doch noch mal ein paar Gefangene. Ich muss sagen, dieser Mech hält echt was aus. Beziehungsweise ich werde auch einfach nicht beschossen. Nicht so wie eben. Okay. Ah, lol, ich muss ja gar nicht aussteigen. Waffenarsenal öffnen, mach ich. Moment, vorsichtig. Ist offen. Port halten? Wie, wo, was muss ich halten, hä? Jetzt muss ich da oben wieder rein, ja? Ah, okay. Springen kann der auch. Operator sollten gefährlichen Projektilen ausweichen. Oh, Moment, da kommt irgendwo ein Helikopter. Glaube ich. Achso, nee, die schießen hier einfach nur. Gefährliche Umgebung, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Trümmereinschlag festgestellt. What the fuck? Warum wird das jetzt so laut hier? Kann ich den abschießen? Oh, what? Akku gehen hier. Alles durch die Gegend schmeißen. Alle her. Macht euch weg hier. Ja, Uschi, laber mich nicht voll, habe ich mitbekommen jetzt. So beim 10. Mal. Wo denn? Der da? Okay, das funktioniert nicht, wenn die in der Luft sind, okay. So, forthalten, easy. Fertig. Internierungslager Novola Central. Ja, nice. Okay, warum fallen hier Verbündete vom Himmel? Naja gut, das soll es dann auch wieder gewesen sein für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Schreibt mir einen netten Kommentar und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Haut rein und ciao.